Letzte Instruktionen mit den Darstellern und der Choreografin Christine Strelzig. Endlich dürfen sie wieder spielen. Wie groß ist die Vorfreude denn jetzt? So groß, dass sie gleich alle platzen. Mir geht's genauso, weil ja, es sind 2 Jahre gewesen. Man denkt so, boah, ja, 2 Jahre, aber es war doch eine lange Zeit. Und man glaubt gar nicht, wie gewisse Abläufe wirklich verschwinden. Sie sind da, man denkt drüber nach, aber in der ganzen Vorbereitung haben wir gemerkt, ja, die 2 Jahre haben doch irgendwo ganz schön Gewicht gelassen. Und ja, es war ein ganz großer Kraftakt, die Kinder bis hierhin zu kriegen, weil viele Sachen wirklich nicht mehr im Kopf waren. Also so ganz normale Sachen, die wir für die Vorstellung eigentlich immer so schon im Gepäck hatten. Aber ich glaube, es wird gut jetzt. Und dann Bühne frei für die Generalprobe der Tanzaktion und ihr Musical Das Geschenk. Ein noch viel größeres Stück wünsch dir, dass alle an dich denken, gratulieren, dich beschenken, wünsch für heute und alle Zeit allerbeste Gesundheit, auch wünsch ich dir in jedem. Maja bekommt zum Geburtstag ein Handy geschenkt. Als sie alleine ist, beginnt sie sofort darauf herumzutippen, zu spielen und zu surfen. Das ruft den Zeitdieb auf den Plan, der Maja die Zeit klaut. Und auch die Handymonster lassen nicht die Finger von Maja, bringen sie von den eigentlichen wichtigen Dingen ab und völlig durcheinander. Als ihr Püppchen erwacht und Maja an all ihre Bücher erinnert, die sie im Regal hat, beginnen die Bücher zu sprechen. Sie beschweren sich darüber, dass sie unbeachtet herumliegen und sie niemand mehr liest. Schließlich öffnet das Püppchen den Schrank mit den Büchern und Maja fängt an, sich zu erinnern, wie viel schöne Zeit sie mit den Geschichten verbracht hat. Ab dann beginnt eine Reise durch die Welt der Bücher mit Tanz und Gesang. Christine Strelzig hatte die Idee zu diesem Musical, schrieb das Buch und erarbeitete die Choreografie. In der Online-Corona-Zeit musste ich viel mit den Kindern über dieses Medium arbeiten. Sie haben es auch viel genutzt, ne, weil ich darüber Training gegeben habe. Und da ist mir die Idee auch für die Geschichte gekommen, dass es wirklich auch ein Zeitdieb ist. Merken wir selber, wir brauchen es für die Arbeit, aber für die Kinder, es geht ihnen, glaube ich, viel verloren. Und ja, ich selber habe es geschafft, wieder ein bisschen zu lesen in der Zeit. Und ich hatte Feedback von den Kindern, dass es ihnen genauso ging. Ein Musical mit zeitgemäßem Thema und ein bisschen Gesellschaftskritik. Hingebungsvoll umgesetzt durch die vielen Darstellenden auf der Bühne von der Tanzaktion aus Neubrandenburg.